Hallo Think Natalia Community, heute habe ich wieder einen super spannenden Gast dabei, den 3P. 3P, bekannt in ganz Deutschland, insbesondere wenn es um das Thema Social Selling geht. Und der Typ, der hat dennoch mit uns zusammengearbeitet oder gerade deswegen? So viele Fragen. Paolo, vielen lieben Dank, dass du heute hier bist. Danke, Natalia, oder wie ich mir manchmal einfach rausgenommen habe, Dr. Nat. Wir haben ja alle unsere Spitznamen. Bei mir ist es eben sehr, sehr lange schon. Das 3P ist auch sehr schön fürs Personal Branding. Also bei mir war schon vor 20 Jahren der Spitzname, ist mir vorausgeeilt, noch bevor die ersten Bücher zum Personal Branding rauskamen. Und wie dennoch? Gerade deswegen, weil ich dachte, so, die Natalia, die hebt mich nochmal aufs nächste Level, bin ich zu dir gekommen und ich bin super glücklich. Vielen lieben Dank für die herzlichen Worte. Für diejenigen, die sich noch nicht so ganz sicher sind, also ja, den Paolo, den sehe ich regelmäßig und ich kenne ihn auch aufgrund seiner Show. Da geht es um Espresso, da gibt es um coole Leute, da geht es um sensationelle Ideen. Aber was genau macht der Typ nochmal? Erklär es nochmal für uns. Mein Elevator-Pitch, ja. Ich habe tatsächlich mein Leben lang, aber gerade im Berufsleben ist Digitalisierung, digitale Transformation mein Thema. Das hört sich so groß an. Ich habe tatsächlich 20 Jahre lang Online-Recruiting oder Online-Jobsuche eingeführt in den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz, in den großen Konzernen oder mittelständischen Unternehmen. Das heißt, dass keine Papierbewerbungen mehr bearbeitet werden oder losgeschickt werden und stattdessen sich online die Prozesse angeschaut werden. Das war meine Spezialität. Und jetzt und für die vorsehbare Zukunft mache ich nichts weniger, als meine eigene Zunft zu digitalisieren, nämlich den Vertrieb. Ich bin seit einigen Jahren nicht nur, also ich bin seit 20 Jahren im Vertrieb, aber seit 5 Jahren interessiere ich mich sehr, sehr stark für die ganzen digitalen Marketing-Themen in Verbindung mit Vertrieb. Und jetzt digitalisiere ich den Vertrieb und mache ihn modern. Finde ich super. Und hast du da eine ganz bestimmte Industrie, auf die du dich spezialisiert hast oder auch eine ganz bestimmte Unternehmensgröße? Oder ist das bunt gemischt und hängt primär davon ab, welches Mindset die Leute haben beziehungsweise wie sie wachsen wollen? Ja gut, da ich selbst in den Organisationen, in denen ich tätig war, Konzernerfahrung habe, aber auch meine Kunden. Ich habe ja gerade in der Business Unit International bei Monster.com für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz habe ich Kunden betreut wie Hilti, wie Roche, SAP, Bertelsmann. Also ich habe sowohl kundenseitig wie auch in meiner eigenen Organisation Konzernerfahrung. Und wo ich natürlich am meisten Spaß habe und wie ich finde auch den meisten Impact liefern kann, ist tatsächlich branchenweit, also da unabhängig. Also ich gerade nehme auch gerne einige Herausforderungen, die sagen, oh, bei uns in der Branche ist Social Selling noch nicht so weit. Und jetzt muss ich gucken, ob ich auch eine weibliche Stimme hinbekomme. Das wird sicher noch. Und tatsächlich von der Größe her, sagen wir mal, wenn es große Vertriebsteams sind, die sagen, ja, wir wollen modern, wir wollen digital Vertrieb machen. Das heißt, große Mittelständler, aber auch Konzerne, da kann ich mich gerne reinarbeiten. Das macht mir unheimlich Spaß, ja. Und wo sitzt du? In welcher schönen Stadt? Mitten in Frankfurt, mitten in Deutschland, in Frankfurt bin ich gelandet. Ich bin ja geboren und aufgewachsen im Rhein-Neckar und habe dann jetzt seit 20 Jahren mein Zentrum in Rhein-Main. Also der Rhein sollte es wohl immer sein, ja. Okay, okay. Du hast am Anfang schon ein bisschen angekündigt, oder wie soll ich das sagen, ein bisschen geködert, dass du ziemlich zufrieden warst mit dem, was du auf LinkedIn gemacht hast, aber du wolltest deine Brand auf die nächste Ebene katapultieren, wenn ich das so formulieren möchte. Was war der ganz konkrete Grund, weswegen du dich entschieden hast, ein Teil des Think Natalia Tribes zu werden? Ja gut, also dadurch, dass ich bei Monster gearbeitet habe, war LinkedIn als Plattform, aber auch die Business Networks, also Open Business Club, Xing, waren mir nicht neu. Digitale Plattformen wie Facebook, Instagram, vielleicht, die kannte ich, habe ich genutzt, aber nie fürs Business. Aber ich wusste, okay, Paolo, du hast die Mauersteine, hast du da und du hast auch vielleicht ein bisschen Mörtel gesehen. Aber die Natalia ist jemand, die hat in diesen letzten Jahren bewiesen, dass sie daraus ein tolles architekturgekröntes Haus gebaut hat. Lass dir doch einfach mal einfach die nächsten Monate von einer erfahrenen Architektin zeigen, wie sie ihr Haus gebaut hat. Und natürlich lief es bei mir dann einfacher und schneller, weil ich eben, wie gesagt, die Grundbausteine und den Mörtel hatte. Aber ich habe definitiv in jeder Hausbauphase von deiner Erfahrung und von deiner Kreativität profitiert. Und ich werde nicht müde, das zu erzählen.
Wunderschöne Metapher übrigens. Danke, danke, die merke ich mir. Okay, erinnerst du dich noch an dein erstes Aha-Erlebnis oder deinen ersten großen Meilenstein, als wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten? Etwas, wo du dachtest, ah, so funktioniert das. Ja, natürlich. Ich habe viele Dinge natürlich vorher schon ausprobiert gehabt, ob das mein erstes Video war, meine erste Slideshow mir als PDF, schön in Anlehnung an den Quoten-Chinesen, weil das jetzt gerade en vogue war, sich kleine Stories anzuschauen. Aber tatsächlich, als ich mit dir dann gearbeitet habe, ich glaube, das war im fünften Modul, wenn ich mich da, ich glaube, du wirst mich gleich korrigieren, wenn es nicht war, vom Content. Also da wirklich, sag Paolo, bring doch einfach mal Struktur rein. Guck doch mal, ob du wirklich ein, zwei, drei, vier Tage die Woche immer an dem Tag dir ein bestimmtes Thema zurechtlegst und dann auch vielleicht ein paar Wochen im Voraus planst. Das hat mir sehr geholfen. Also hört sich jetzt wirklich banal an. Warum kommst du da nicht selber drauf, Paolo? Aber die Verbindung zu sagen, okay, du möchtest mehrere Themen bespielen und da hast du mir auch nicht die Angst, aber die Sorgen oder die Zweifel genommen und gesagt, ja, Natalia, ich bin ein bisschen im Blockchain-Bereich. Ich mache natürlich Social Selling und habe da und die Interessen. Und da hast du gesagt, nö, also wenn du halt häufig präsent bist, dann kannst du auch mehrere Themen bespielen. Und das habe ich dann konsequent durchgezogen und glaube ich, das war mein größtes Learning. Sagt, siehst du, die Natalia wusste, wo sie dich hinschiebt und wusste, wie sie dich da anschiebt. Und es hat wirklich die gewünschten Effekte gebracht, ja. Schön. Ja, ich sehe dein Content regelmäßiger. Also du hast eine Konsistenz drin. Und ja, meines Erachtens hat sich dein Content auch ein bisschen verändert. Ich habe das Gefühl, ich sehe mehr Stories oder du bist lockerer geworden. Also du hast ja vorher, again, großartig mit dem, was du gemacht hast. Aber das ist irgendwie jetzt mehr du. Oder vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich dich ein bisschen besser kennengelernt habe, sodass ich Gefühl habe, dass das, was du in deinem Content publizierst und die Personen, die ich halt hinter den Kulissen kenne, das fühlt sich noch authentischer und noch mehr wie du an. Nimmst du das ähnlich wahr? Beziehungsweise, wie hat sich dein Content noch verändert, wenn er sich dann verändert hat, seit unserer Zusammenarbeit? Gut, die Struktur und die Regelmäßigkeit, das ist natürlich der Mega-Einstieg gewesen. Ich gebe dir recht, ich glaube, es ist ein bisschen von beidem. Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass ich immer mehr der Profis oder der Menschen, mit denen ich mich wirklich immer gerne ausgetauscht habe, auch persönlich getroffen habe. Und obwohl ich derjenige bin, der Social Selling propagiert und vorantreiben möchte, habe ich niemals gesagt, dass das die Ende der Fahnenstange ist. Ich sage, nein, das ist der Zubringer, es ist der Aufhänger, es ist der Aufreißer. Möchte ich diese Person wirklich irgendwann mal persönlich treffen oder werden wir da wahrscheinlich keine Freunde werden? Mhm. Es ist immer ein Zusammenspiel, den Menschen dann auch mal persönlich zu treffen. Und das ist, glaube ich, der Effekt, den du ansprichst. Nachdem wir uns dann, glaube ich, jetzt mittlerweile zum dritten Mal getroffen hatten, ist es natürlich eine andere, so eine Bestätigung zu sagen, ja, der Paolo wirkt jetzt nicht nur in seinen Videos auf LinkedIn so und spielt das vielleicht, sondern hey, wenn du den persönlich triffst, dann ist er genauso mit seinen Themen überall präsent bei Marketing, Blockchain und anderem. Das ist das eine. Und das andere natürlich, weil, das wirst du jetzt sehr gerne hören, also der erste, also wäre ich ein Model, diese Geschichten kennst du immer noch von männlichen und weiblichen Models, hat mich der Markus Herlin entdeckt von Hays. Also er war der Erste im Sommer 2020, der hatte mich in die Community reingezogen, der Vertriebsmanager, und der hat mir wirklich das Feedback gegeben, oh Paolo, die Kommentare, die du hier hinterlässt, die sind toll. Also wäre er nicht gewesen, würde ich definitiv sagen, hätte sich die Entwicklung zum Social Selling viel, viel später erst bei mir abgezeichnet, weil diese Rückmeldung zu geben, hey Paolo, was du da tust, fühlt sich gut an, also hört sich gut an, sieht gut aus. Das hebt natürlich den Mut auch an. Und ich glaube, das ist dann bei dir auch nochmal in der nächsten Stufe gekommen, weil ich wusste, hey, mir kann nichts passieren. Ich werde von der Besten gecoacht. Die Natalia hat das mit als Erste im deutschsprachigen Raum gemacht. Die hat alle Fehler, die man machen kann, wahrscheinlich schon selber ausprobiert. Genau. Und mitgenommen. Paolo, lass dich fallen. Ich glaube, das ist diese Authentizität, die du ansprichst. Also zum einen hast du mich anders wahrgenommen, weil wir uns persönlich getroffen haben. Und zum anderen bin ich mutiger geworden. Ich wusste, was soll mir passieren, ja? Also ja, wenn genau. Wenn ein Troll kommt und wenn jemand kommt, Paolo, das ist nicht toll, dann
dann lasse ich das einfach stehen, lächle freundlich, wie ich das mein Leben lang immer mache, die Menschen mit einer anderen Meinung einfach zu akzeptieren. Lass mich da aber nicht umstoßen, weil ich wusste, hey, im schlimmsten Fall rede ich dann im nächsten Coaching-Call mit der Natalia drüber, was mache ich denn vielleicht nochmal anders beim nächsten Mal. Ich wollte gerade sagen, Trolls essen wir zum Frühstück. Wir sind eigentlich intermittent Fasting-Fans, aber bei Trolls machen wir eine Ausnahme. Ja, gehört doch dazu, ja. Absolut. Okay, lasst uns auch mal ein bisschen den Gang wechseln zum Thema Lead-Gen. Also bei uns in unserem Open Coaching geht es ja nicht nur um Content und um Branding und um Netzwerkerweiterung, sondern auch um Neukunden. Hat sich irgendwas bei dir getan in dem Bereich, seitdem wir zusammengearbeitet haben? Absolut. Also nicht nur, wenn du dann den Gang hochschaltest und einfach häufiger, konsequenter und auch sichtbarer, also inhaltlich präziser vielleicht auch sichtbar wirst und dann kommen die Menschen auf die Idee, ah ja, stimmt. Jetzt hat er schon so oft von digitalem Vertrieb und Social Selling gesprochen. Vielleicht könnte ich auf den Herrn Perone oder dann bald Paolo zugehen, sagen, ich habe hier eine große Mannschaft von Vertriebsleitern. Wir möchten fürs nächste Jahr digitalen Vertrieb und Social Selling auf die Agenda holen. Herr Perone, können Sie vorbeikommen, bei uns einen Vortrag halten? Hat es tatsächlich mehrfach gegeben. Und durch verschiedene Indizien, die ich dort habe, führe ich das definitiv auf meine veränderte Darstellung, aber auch auf das Coaching direkt bei dir zurück. Ja, eindeutig die Antwort. Leads sind auch und vor allem durch deine Zusammenarbeit mit mir gekommen. Ja. Okay, super. Finde ich gut. was noch? Ich überlege, was noch? Der Tribe. Hast du vom Tribe profitiert? Also gibt es spannende neue Leute, die du kennengelernt hast, ist eine Kollaboration daraus entstanden, irgendwo vielleicht einen Artikel oder ein Content-Piece zusammen in einem Interview. Erzähl mir mehr, wie du vom Tribe profitiert hast, wenn du denn profitiert haben solltest. Naja gut, ich schummel ja, Natalia, das weißt du. Ich hab ja mein eigenes regelmäßiges Content-Format, den Espresso con Paolo. Und da habe ich tatsächlich schon, ob das der Gerhard ist oder die Ulrike, ich habe natürlich schon einige aus dem Tribe bei mir zu Gast gehabt. Mhm. Natalia muss ich noch fragen, das habe ich mir ganz zum Schluss aufgehoben, aber es ist natürlich schon so, dass es super tolle Calls sind. Also du hörst natürlich immer andere und hast entweder die Situation, du sagst, oh Gott sei Dank, ich bin nicht der Einzige, der diese Frage hat oder die das Thema hat. Aber du hast natürlich auch komplett neue Stories und ich mache es jetzt einfach, weil jeder, der mich kennt und du auch, wir wissen, das kommt von Herzen. Ich habe tatsächlich auch bei meinen Fragen immer wieder einen Wow-Effekt gehabt, wie du sozusagen in kürzester Zeit ohne Vorbereitung mir super Mehrwert, super Value mit deiner Antwort gegeben hat und du machst das und ich sehe das ja auch bei den anderen. Das heißt, es wäre schon anders zu sagen, hey, ich habe die Natalia im One-to-One-Coaching und wir hören uns dann alle jede Woche. Dann habe ich ja nur meine Stories. Mhm. Und ich fand das gerade auch befruchtend zu sagen, okay, ich habe auch mal andere Szenarien, andere Themen neben mir, die ich vielleicht so gar nicht kenne. Mhm. Gerade jetzt so Richtung Susanne und Hajo. Also ich finde, es ist ein tolles spannend. Format im Format, ja. Zu sagen, dass man dann noch andere Coaches dabei hat und dann einfach ja, sich auch mit denen anfreundet und dann die Möglichkeit hat, die auch in den eigenen Content mit einzubauen, beim Espresso con Paolo zum Beispiel. Ja. Absolut, weil wir haben ja Leute aus dem Bereich Neuroscience, wir haben Anwälte, wir haben Leute im Bereich Digitalisierung, wir haben Leute im Bereich Career Coaching, wir haben Leute mit Agenturen, es ist bunt gemischt und ich finde es so wunderschön zu sehen, wie sich das gegenseitig befruchtet, beziehungsweise ja, was da für Interviews oder Kollaborationen oder auch Freundschaften daraus entstehen. Wir haben Absolut. Viele Leute aus der Ecke Frankfurt und Hamburg, deswegen ist es immer besonders spannend, wer da mit wem so, ihr beiden, schön, wenn ihr das nächste Mal Kaffee trinken geht, schickt mir ein Foto. Ha? Also von da aus, da blüht mir immer das Herz auf, finde ich top. Wenn du dich entscheiden müsstest, was ist deine größte Transformation oder das, worauf du am meisten stolz bist, was sich innerhalb unserer Zusammenarbeit entwickelt hat? Könntest du das pinpointen, also könntest du das einer konkreten Situation oder Entwicklung zuordnen?
Ja, eindeutig das, was wir schon angesprochen haben, also folgend so in der Sequenz. Also ich habe ja bei mir auch bei meinem Social Selling ABC, sage ich, okay, das Profil, also wenn das Profil nicht hilfreich ist, dann wird der ganze Prozess schwierig. Beim Content habe ich ja vorhin schon erwähnt, wie ich gemerkt habe, dass diese Umstellung, diese Verfeinerung mich in eine bestimmte Richtung getrieben hat. Aber der Punkt wirklich, den ich so überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Also ich werde jetzt natürlich nicht die Feinheiten jetzt nochmal berichten. Ich habe tatsächlich auch manchmal so ein zweischneidiges, eine schwierige Beziehung zu meinem eigenen Slogan, der ist ja Kontakte durch Konversation zu Kunden konvertieren. Das hat ja auch so ein bisschen den Anschein, ja, Paolo, wenn der mit mir redet, dann will er mich ja nur zum Kunden konvertieren. Ist es nicht so? Ich glaube, eine neue Freundschaft oder eine mögliche Kooperation ist für mich auch Kunde. Es passt halt in die 4Ks so gut rein. Aber was, um auf deine Frage zu kommen, also der Content, der sich weiterentwickelt hat, war die Voraussetzung, die zwingende Voraussetzung, wirklich bei der Lead-Konvertierung dann performen zu können. Also nicht nur, weil ich beispielsweise ein Foto mit dir zusammen veröffentlicht habe, sondern auch durch das, was ich bei dir gelernt habe, konnte ich überhaupt diese Leads konvertieren. Das heißt, mein gesamter Funnel wurde erst geschlossen, nachdem ich durch dich sozusagen nochmal verfeinert wurde. Vorher war ich vielleicht gut im Awareness schaffen. Klar, wenn du Italiener bist und Espresso trinkst, dann sieht man dich, aber ob die dann bei dir eine Anfrage starten, muss nicht sein. Dass du dann tollen Content machst, also in der Mitte meines Funnels, kann auch gut passieren, dass die Leute dir folgen, aber nie auf die Idee kämen, irgendwie bei dir anzufragen. Und ich bin ziemlich sicher, nicht nur, weil es eben diese zwei Anfragen dann gab, aber das, was sich tatsächlich geändert hat und zum Guten und ist here to stay, ist einfach dieser letzte Bereich zu konvertieren über die Leads, weil ansonsten ist ja das Ganze vorher schon mal ein bisschen, es macht zwar immer noch Spaß, aber wenn du Leads bekommst, macht es noch mehr Spaß. Ja, natürlich. Ich meine, du und ich sind da ja ähnlich, wie soll ich das sagen, geschmiedet oder geschliffen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch genau das, was den Tribe zusammenhält. Wir haben Spaß am Geschichten erzählen, beziehungsweise daran, unser Wissen zu teilen. Wir wollen wachsen, wir sind neugierig, wir inspirieren gerne, wir helfen anderen Menschen gerne. Und keine von uns, von den über 100 Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, sind eine Non-Profit-Organisation. Wir sind alles Unternehmerinnen und Unternehmer und Geld verdienen, beziehungsweise Neukunden generieren, den Kunden dann auf die nächste Ebene zu helfen, ist genauso ein Teil davon, was Spaß macht und eines der Ziele, die wir erreichen wollen. Also von da aus, yes, super, dass das nicht nur also in all diesen ganzen Bereichen Spaß macht im Sinne von Brand Awareness oder ich kann mich selbst ausdrücken, sondern dass es auch nachhaltig dir dabei hilft, als Unternehmen, als Business zu wachsen. Ach, geil. Mega. Finde ich Ja. top. Finde ich gut. Ich überlege, gibt es noch etwas, was wichtig ist, was dir am Herzen liegt? Irgendetwas, was wir vergessen haben anzusprechen? Und wenn nicht, wer soll sich mit dir auf LinkedIn verbinden? Ich weiß, du freust dich über alle Menschen, aber wenn du dir aussuchen könntest, so ganz bestimmt, wer wäre das? Also eins habe ich tatsächlich noch, bevor ich sage, mit wem ich mir am meisten Spaß sozusagen Espresso teile, wollte ich tatsächlich noch mal einen gemeinsamen Bekannten und auch die Story dazu noch mal erzählen, weil die auch mit dir zu tun hat. Unser Freund Gary Vaynerchuk. Also es war natürlich schon eine gute Passung, dass nicht nur ich begeistert von Gary bin und war, sondern du auch. Das ist immer hilfreich, wenn derjenige, mit dem du zusammenarbeitest, jetzt nicht eine andere Philosophie verfolgt. Was ich aber generell sehr cool fand, als ich nämlich in USA war und dann an einem Plan schmiedete, wie kann ich denn es schaffen, mit Shay Robotten und Jonathan Palmer zusammenzuarbeiten, hast du mir tatsächlich nochmal die Tipps gegeben. Kannst du dich an die Ursprünge von Gary Vaynerchuk erinnern? Der hat ja mit Wein angefangen, ja. Und auch wenn es letztendlich der Wein nicht geworden ist, den ich dann besorgt habe, um ihn als Geschenk mitzunehmen zu Shay und John, war es tatsächlich, war für mich auch die Indikation, naja, wie ich auch schon Menschen kennengelernt habe, die sagen, ja, die zitieren dann immer Gary Vaynerchuk, aber du hast mir wirklich gezeigt, du kennst ihn wirklich sehr lange, also wahrscheinlich nicht persönlich oder vielleicht doch persönlich, aber es ist halt eine umfassende Kenntnis dessen, was er macht und wie er es macht.
Und ich fand das einfach toll zu sagen, also wirklich egal mit welcher Frage ich zu Natalia komme, du hast wirklich eine Antwort, die nicht einfach nur zeigt, ja, ich kenne mich aus, sondern die in meinem Kontext wirklich die Lösung bringt. Und das fand ich wirklich hilfreich. Wollte ich und musste ich einfach für mich nochmal loswerden, weil es wirklich rundum in jeder Woche, Phase generell einfach für mich einfach so erfüllend war und zu sagen, wow, wirklich die beste Entscheidung ever zu sagen, du konntest wirklich, weil ich sage immer, jede einzelne Frage, die beantwortet wird, kann ja potenziell den Unterschied machen für alles, den kompletten Erfolg. Ja, du kannst ja entweder mit einer falschen Entscheidung alles kaputt machen oder durch eine gute wahnsinnig durch die Decke gehen. Ja, und da wusste ich schon, wie man merkt, bis jetzt, bis heute noch immer noch das Feedback auch zu geben, wem ich es zu verdanken oder wem ich die Info zu verdanken habe. Ja. Und tatsächlich, wenn ich mir aussuchen kann, das habe ich ja ein bisschen vorhin schon angedeutet, also ich bin tatsächlich nicht der One-to-One-Coaching-Mensch, weil ich bin einfach Vertriebler durch und durch. Ich liebe es, mit Vertrieblern zusammenzuarbeiten. Ich habe einige Kundensituationen gehabt, wo es wirklich um die E-Mail oder In-Mail geht, die du jemandem im Prospekt schickst. Ich zehre natürlich sehr davon, du hast es vorhin an dem Bild mit dem Haus gemerkt, wer im Vertrieb ist, arbeitet gerne mit Metaphern. Das heißt, ich arbeite sehr gerne mit Vertrieblern zusammen, ich arbeite gerne international mit Vertrieblern zusammen. Und in dem Kontext sind es natürlich erstmal die Vertriebsleiterinnen und Vertriebsleiter. Und natürlich, wenn es die Konstellation im Konzern oder in mittelständischen Unternehmen gibt, die sagen, naja, unsere Social Selling Programme werden vom Marketing vorbereitet, dann natürlich auch die Marketingabteilung, die sagen, okay, wichtig ist mir, sie haben sich schon entschieden, dass digitaler Vertrieb die Zukunft ist und das wird eingeführt. Wo ich mich schwer tue, ist reinzugehen in eine Organisation und die erstmal davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, beispielsweise LinkedIn Sales Navigator zu kaufen. Also ich sage, wenn die 1.000 Euro pro Mann und pro Jahr und pro Frau und pro Jahr noch überlegt, oh, ob das sich wirklich lohnt, dann ist für mich einfach klar, die haben es noch nicht verstanden. Und Organisationen, die es noch nicht verstanden haben, in meinen Augen ist ein langwieriger Prozess, mit denen zu arbeiten. Also bitte natürlich schon mit Vertriebsteams, bitte auch brennend darauf. Wir wollen, aber wir wissen noch nicht wie. Dann bitte 3P anrufen. Finde ich super. Ja, also ich glaube, das war auch Gary, der das irgendwann mal gesagt hat, dass er aufgehört hat, Leute von Social Media zu überzeugen. Also wenn Leute nach wie vor glauben, dass das eine Trenderscheinung ist, die irgendwann mal weggeht. Also ich glaube nicht, zumindest während wir noch auf diesem Planeten sind, dann ist das schwierig. Es gibt vielleicht andere Leute, die Spaß dran haben, die daran aufblühen und aufgehen. Super. Aber du und ich sind da sehr ähnlich gestrickt. Wir arbeiten primär mit Leuten, die die Entscheidung einfach bereits gefällt haben, Ja. aber vielleicht noch ein bisschen nicht wissen, wie oder einfach noch ein paar Argumente brauchen oder wie auch immer. Aber wo ist dieses, warte mal. Also wir haben im Jahr in etwa 8 Projekte. Ein Projekt fängt an bei 100.000 Euro. Wie 1.000 Euro Sales Navigator? Ja, natürlich. So, ne? Also Schön. ich glaube, diejenigen, die wollen, aber die Struktur noch nicht haben und die beispielsweise, ja, ich weiß nicht, was ich veröffentliche, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Ja, klar, okay, das kriegen wir hin, das kriegst du hin, das kriege ich Absolut hin. klar. Das ist das kleinste Thema, sich da Gedanken zu machen. Aber, also mir tut das wirklich im Herzen weh, weil ich bin jemand, ich akzeptiere andere Religionen, Meinungen, Kultur, Essen, alles, was ich will. Ich kann wirklich, da würde mich nur mal interessieren, auch ich werde jetzt definitiv nicht die Kontrolle über dieses Interview übernehmen, aber das tut mir im Herzen weh. Was ist falsch an meinem Gedanken zu sagen, wenn jemand kommt und sagt, nee, bei uns in der Branche, meine Kunden sind nicht online? Also ich finde einen seltsameren Satz gibt es im Jahr 2022 gar nicht. Also das heißt ja, in meiner Branche nutzt keiner Smartphones, nutzt keiner Laptops und wenn die zu Hause sind, dann machen die auch kein digitales Medium irgendwie an. Ich kann diese Sichtweise, meine Branche ist noch nicht so weit, kann ich einfach nicht verstehen. Woran machen die das denn fest? Bin das nur ich? Ich habe keine Ahnung. Also selbst wenn deren Zielgruppe Katzen oder Hunde sind, die Hunde oder Katzen, die kaufen sie jetzt nicht das Hunde- oder Katzenfutter, deren Besitzer sind online. Ja, stimmt. So Meine typische. Zielgruppe sind Hunde und Katzen. Ja. Okay. Und Hamster. Ja.
eine coole Natalia-Antwort. Auch Hunde und Ja, Katzen aber danke, dass du nutzen diese LinkedIn. Sachen, ja, das wäre Indirekt. mal cool. Die erste Katze, die LinkedIn nutzt. Ha, ich habe schon wieder eine Idee. Oh nein. Keine Katzenvideos, keine Katzenvideos, sonst kommt die LinkedIn-Polizei. Oh, dazu hat Shay ja ein wunderschönes Video aufgenommen, richtig? Ja, ich weiß, ich weiß. Ja. Ja. Goodie, ja, also nochmal vielen lieben Dank, dass du aktiv mit dabei warst, dass du den Tribe mit den Fragen, mit deinem Wachstum auf die nächste Ebene gebracht hast, dass du Dinge, die wir diskutiert haben, auch umgesetzt hast, dass du Dinge getestet hast, dass du durch deine Erfolge mit begeistert hast und anderen damit auch die Erlaubnis gegeben hast oder andere inspiriert hast, Dinge auch umzusetzen, dass du über kleine Blockaden gesprungen bist, dass du dich dem hingegeben hast, so wie du am Anfang gesagt hast, das ist nicht selbstverständlich. Ja, und dass du einfach mir, / uns als Team vertraut hast und ich, beziehungsweise wir, Team Think Natalia, sind mega happy und sind echt gespannt, wo die Reise hingeht, was da noch alles auf deinem Weg liegt. Und bis dahin, ja, alles, alles Gute. Ich drücke dir weiterhin die Daumen und freue mich auf das nächste Wiedersehen. Absolut. Dir und deinem Team vielen Dank. Ich werde jetzt nicht nochmal wiederholen. Das ist jetzt im Grunde genommen von der ersten Minute bis Mittelteil bis zum Schluss eigentlich deutlich geworden, wie sehr mir das Spaß gemacht hat, mit euch, mit dir auch zu arbeiten und wie viel mir das gebracht hat. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gern. Also bis dann. Ciao.